Reise, was geht das euch an? Ich habe keine Angst vor euch, was geht es euch an? Sagt nichts, was ihr bedauern werdet. Das Letzte, kämpfen, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Großmaul, das sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Wer sind die Schwarzdorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Ist der hier sauber, ungewöhnlichen Edelstein zeigen, schmutzig? Ja, ich bin auch nicht gerade sauber, überreden. Dann seid ihr noch dümmer, als ihr ausseht. Ihr solltet gut auf euch aufpassen. Hey, ihr, kommt her. Ich will mit euch reden. Finde jemanden, der den ungewöhnlichen Edelstein identifizieren kann. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Ist cool bei euch? Denn, 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 denn. Maul, kommen wir denn auch irgendwann mal an oder müssen wir jetzt hier quer durchdriften? Ja, Himmelsrand, sollen wir tatsächlich raus oder was? Jeden Tag, den du als Vampir verbringst, ohne dich zu nähren, verstärkt deine Kräfte. Das Sonnenlicht vermindert jedoch oder stoppt sogar deine Fähigkeiten komplett. Gesundheit, Magika oder Ausdauer wiederherzustellen, nähere dich von... Ah, wenn du angreifst, während du dich unentdeckt anschleichst, bewirkst du zusätzlichen Schaden. Okay. Okay, deswegen regeneriert sich das nicht. Muss ich da etwas Blutiges essen, oder? Hier, Ziegenbein. Besser? Aber es scheint auch nichts gebracht zu haben. Kann ich ihn mal beißen? Dette, so grüne Apfelschlüssel zum Gut Schwarzdorn Tunikagürtel. Geheimgang oder? Haltet euch aus den Angelegenheiten der Schwarzdorn-Familie raus. Dann lebt ihr länger. Hier sollte ich nicht mit dir mitgehen? Nein, nein, nein. Ich dachte, ich soll jetzt mit ihm mit. Ist mehr Lappen, Alter. Soll ich jetzt hier veräppeln oder was? Unglaublich. Ich dachte, er bringt mich jetzt zu jemandem, der den Edelstein identifizieren kann. Aber anscheinend nicht. Hat er keinen Bock zu oder fühlt sich dafür viel zu gut. Gucken wir mal hier auf dem Marktplatz irgendwie rum. Vielleicht finden wir da noch irgendeinen Sittensträuch, der uns das hier irgendwie dem Edelstein erklären kann. Wer ist er denn da? Du hast hier was? Was fällt euch ein? Ihr habt kein Recht, in der Stadt Gerüchte über mich zu verbreiten. Welche Gerüchte? Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Sagt, dass ich Boli nur seines Goldes. Oh, ich suche eigentlich nach diesem alten Mann, der in Riften untergetaucht ist. Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Lasst mich in Ernst finden. Drachen sind schlecht fürs Geschäft. Überreden. Wartet, ich wollte nur ein paar Informationen haben. Woher wollt ihr das wissen? Mein Vermögen geht euch nichts an. Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Ja, was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum sollte ich Brandschei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen.
Sagt mir, wenn ihr bereit seid und wir legen los. Wie soll ich das nur alles machen? Ich bin bereit, fangen wir an. Warum tun wir Brandscheid das an? Wir sollen Brandscheid daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Da wir nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Ja, ein paar Tage ist gut, denke ich mal, für Dieb. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. So, wo tagsüber auf Stielmann gesrungen. Kommt alle her! Ich muss euch etwas. Wenn ihr auf ein Almosen aus seid, dann müsst ihr mit meinem Mann Sprenger weg. Wenn ihr Gesellschaft sucht, dann könnte ich es wohl schlechter treffen. Wo ist er denn? Das müsst ihr hören. Hier entlang. Hier herüber. Ach, Brynjolf, was gibt es denn diesmal? Geduld, Brandschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlicht gesagt. Okay. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Meine Damen und Herren, Falmerblut-Elixier. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneeelfen? Das einzig wahre, mythische Wesen aus Legenden, Meister der Magie. Was ist denn aufmachen, wenn ich den Schlüssel nicht habe und er hat ihn ja selber noch nicht mal. Upsala. Und er hat ihn ja selber noch nicht mal in der Tasche. Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben, aber ich kann versprechen, dass der Tunika mit Gürtel halt echt ist. Diebstahl, Brandschei, das ist ja doch. Elixier und eure Wünsche gehen in Erfüllung. Reichtum, ewiges Leben oder vielleicht sogar Schlüssel zu Grelgas Markt. Begrenzte Macht. Wie viel kostet es? Nur 20 Goldstücke. Beeilt euch, bevor Hört nicht auf ihn. Er denkt sich das alles aus. Lasst fehlende Körperteile nachwachsen. Genau das. Die Körperteile nachwachsen. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahr. Hier. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Oh. So, Festung, okay. Ist ja mal wieder super gelaufen. Er steht immer noch hier. Kauft und Rüstung und rettet euer Leben. Und die schönsten Kuriositäten aus Morrowind. Ich habe wohl zu viel von euch erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch erwischen lasst. Wenn man bedenkt, wie es hier läuft, bin ich nicht überrascht. Was ist da los? Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber egal. Obwohl ihr den Auftrag vermasselt habt, besitzt ihr doch das Feuer, nach dem ich suche. Es wartet reichlich Gold auf euch, wenn ihr für die Herausforderung bereit seid. Das schaffe ich. Die Bezahlung ist wirklich gut, aber ich weiß nicht. Auf keinen Fall, es ist falsch, diese Dinge zu tun. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn okay. ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Warum ist es so gefährlich, da hinzukommen? Wollt ihr am Leben bleiben? Die besten Preise und die höchste Qualität in ganz Himmelsrand. Geschäftliche Angelegenheiten. So, finde Rudolf in der zersplitterten Flasche. Nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. Hier bekommt ihr sie. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von Greka. Hier gibt es. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Hier ist Himmelsrand. So. Da müsste die ja hier direkt irgendwie in der Umgebung sein. Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein dreckiger Bettler. Warum solltet ihr schon oder verpasse ich hier irgendwas? Ah. Jupp. Kommst du auch mal hoch, oder?
Okay. Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen. Kann ich nicht springen? Egal. Stinken wir zwar, aber. Gehen wir mal hier rein. Sweatway, der Rattenweg. Da sind wir anscheinend lang und da geht's dann, glaube ich, anscheinend zur zersplitterten Flasche und den dunkeln. Kommt unsere Ausdauer und. Ich weiß. Was? Was ist denn mit ihr? Ja. Warum greift ihr mich jetzt an, wenn ich das mal fragen darf? Ihr macht mich wütend. Ihr macht mich auch wütend. Mehr habt ihr nicht drauf. Nö, mehr habe ich nicht drauf. Außer dir dann mal eben den Kopf abzuschlagen. So, da ist noch einer mit. Oder war. So, orkischer Bogen ist zwar nicht so schlecht, aber. Ist jetzt nicht so. Dass ich den mal benutzen werde. Wir haben unseren Zwergenbogen. Der ist schon episch. Stückchen Brot. Aber das werde ich mal eben benutzen. So, dann ist das Ganze hier schon mal ein bisschen heller. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Außer die Tür hier. Die hier. Scheiß Ratte, ey. Ich dachte jetzt, dass, ich werde den schon mitnehmen, dass das hier eine Falle ist. Gerade einen Pfeil abgekriegt habe, aber. Aber jetzt. So. Das ist noch so eine. Scheiß Ratte. Hier ist Ruhe. Aber hier noch irgendwas? Ein Spinnnetz, ich komm nicht durch. War das ein Hebel? Ne, ich dachte da eigentlich jetzt noch ein Hebel. Aber den Pfeil können wir nicht mehr mitnehmen, der ist durch. Wer bist du denn? Giant die Faust. Fangt ihr jetzt an zu heulen, hä? Ich? Hier. Jetzt brennt hier rein. Oh, fuck. Ich wollte ihn jetzt einfach nur noch anzünden, aber ich bin auch selber ein bisschen angezündet, aber nicht schlimm. Heilen wir uns eben. Da ist er, die Faust. Handschuh des Faustkämpfers. Nehmen wir mit, danke. Falls wir mal gegen irgendjemanden Faustkampf machen müssen, irgendwie missionstechnisch oder so, ja, haben wir da so eine Faust mit. Die können wir mal eben auslösen. Nordmed. Schleichen hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Qualmt das denn hier so eklig? Hier war stand doch gerade irgendwas. Okay. Irgendwie in Stein gebackt, aber nicht schlimm. Oh. Schöner Schmetterling. Nehmen wir mal mit den blauen Schmetterling. Von hier kommen wir. Was ist hier? Gar nichts, oder was? Okay, super. Pissecke oder sowas. Erstmal eine Wurst setzen und dann setzt man sich dahin. Dann kannst du erstmal in Ruhe kacken. Was? Okay. Tauge nichts. Boah, was war das denn? Ey, du Taugenichts.
Oh, guck mal, den hat er in Auge, oder? Den hat er im Auge, oder? So. Zeig mal her, was du hier so am Start hast. Nichts Besonderes. So. Warum greifen die mich denn alle an, wenn ich mal dumm fragen darf? Egal. So, nehmen wir mal wieder erstmal unseren Bogen. Da unten sollen wir rein. Was ist das da? Der Bettler. Taschendiebstahl auf Level 18. Oder so schon. Oh. Weil wir schon so viel ausgeräubert haben. Ach so, hier sind wir vorhin runtergesprungen. Okay, jetzt können wir dementsprechend so kürzer zurück. Was haben wir hier? Expertentür. Wenn da jetzt mal nichts Schönes hinter ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, zum Glück haben wir noch ein paar Dietriche. Okay. Boah, ich muss doch mal nur den Ansatz finden. Hier anscheinend nicht. Hier. Okay. Oh. So knapp und dann doch gescheitert. Jetzt aber nicht. Geht doch. Schlussknacken verbessert, Level 38. Was kommt jetzt hier? Hier waren wir doch schon. Hätte ich hier auch einfach das Schloss knacken können und dann wäre ich schon durch gewesen. Hätte ich gar nicht so groß drumrum laufen müssen, aber... Ich gehe den schweren Weg mal wieder. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Oder sind wir schon da? An dieser mystischen Taverne. Anscheinend, ich tue das mal weg. Nicht, dass ich von irgendjemandem noch angegriffen werde. Hör schon auf, Brynjolf. Diese Zeiten sind vorbei. Ich sage euch, hier verhält es sich anders. Das haben wir alle schon mal gehört, Bryn. Macht euch nichts vor. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, alter Freund. Ihr, Vex, Mercer, ihr... Alle gehört einer aussterbenden Gattung an. Macht keinen Ärger, sonst gibt es Ärger. Eine aussterbende Art, was? Und wie nennt ihr das? Sieh an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Hierher zu kommen war einfach. Ich wurde fast umgebracht. Ich weiß nicht, warum ich mir die Bühne gemacht habe. Das hier ist eine Katastrophe. Jetzt hierher zu kommen, war einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner, was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Also könnte ich nicht zahlen, will ich auch nicht zahlen. Fertig. klingt gut. Um wen geht es? Kirawa, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. In der Diebesgilde oder was? Jetzt, wie soll ich vorgehen? Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas... Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Okay. Ist so gut wie erledigt, bekomme ich einen Anteil. Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Dankeschön, mach ich. So, und hier mache ich Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.